Das wird schwer. Wolken weg gemacht. Nur Sonne in den Hof. Das passt. Gut. Wir suchen genau dich. Micha, das wäre doch was für dich. Ja. Ja, Rettungsschwimmer, das wäre doch was für dich. Wobei du frierst ja nicht. Du hast ohne Thermopen-Anzug. Ne? Ui! Wenn ich geschlafen hätte, ich hätte dich getroffen.
Ja? Ach gut. Ja. Also dann hätte ich mir schon was an. Ja. Wär's Mode, ne? Die Winterdienst übernehmen wir dann. Micha friert nicht. Ich wollte ja gerade sagen, Micha friert nicht. Das ist ein Maskottchen, der nur weit nach hier geht. Oh Gott, ist der ja süß. Irgendwie immer mitgefilmt? Obachtgeber. Ich wollte. Der Obachtgeber sind es. Was ist das? Wir fahren dann mit dem Boot an, mit dem Außenbord. Dem Ober. Dem Ober. Bitte. Meine Bitte. Servus. Oh, Treffer. Oh, weia. Danke. Du da noch eh schon keiner geworden hier. Das ist gut. Da müsst ihr eingehen im Internet und nachher wieder. Bing. Bis gleich Mitglied. Oder er stößt auf. Oh je, die Rubrik. Nein. Irgendein Lothar muss hier neben mir stehen, wie sich nur gerade. Wir haben da geschrieben. Der Mario. Will! Ja? Grüß dich, Mario, ich bin auch hier, ja? So. Und wo hat er mich drauf erkannt am Lachen und dann nichts anderes schreiben? Ich weiß nicht. Ja, so schnell geht's, so schnell ist ja mit dem Publikum. Ne? Das ist doch in Ordnung. Der Wiedels Mario. Oh, schau, wie? Oh, ich bin sehr mir froh, dass wir unseren Hund im Bett haben. Ja, ja, du siehst das. Also, soll ich auch an, muss ich das auch nicht wieder wegziehen. Oh, schau, meine zwei Kleinen. Ja, schön. Süß. Schön. Ja. Die sind ja goldig. Und die Emma. Das ist keine Emma. Das ist doch der Foto Heiner vom für die Hiefer Bayern. Also da jetzt eine kleine Lücke im Zug ist, hier nochmal liebe Grüße an alle Radio Euroherz Facebook-Fans. Wir übertragen hier live den Volksfest-Umzug, bevor es wieder heißt, dort triffst Fei Aller an der Freiheitshalle und auf dem Volksfestplatz am Berliner Platz marschieren sie im Moment durch, jetzt die Nummer 11, das TPZ Hof, und es werden noch viele, viele weitere Gruppen kommen, also. Und naja, trotz des etwas dunklen Wetters oder der dunklen Bewölkung muss man sagen, die Leute sind übereinander, man hört's. Viel Spaß beim Zugucken. Yeah.
sind aber viele Hunde aktiv, die ließ ich auch mitlaufen können, oder? Da wäre das komplett fertig gewesen. Ja. Der Leckerli. Na, ich nicht! Oder vielleicht doch! Die wollt schon der Faschingsgesellschaft. Vielleicht macht er das bloß einmal mit. Was sind die in blauen Anzug? Die sind vom DHB. Oh!
was so weggebeamt. Schwer zu erklären. Wer? Der mit da vorne? Ach so. Hier bei Radio Bremen. Ganz falsch. Aha, aha.
gleich mal dazu sagen, ein sehr interessanter Vereinsname, der gerade an uns vorbeigelaufen ist. Das ist nämlich die KV Bandenbrecher 2017. Also ein Preis für den kreativsten Namen, den hätten Sie schon mal verdient. Ansonsten können wir uns natürlich auch wieder darauf freuen, denn es werden ja auch wieder Festzuschriften in diesem Jahr ausgezeichnet für die schönste Idee im Umzug, für ja, den kreativsten Auftritt. Da können wir gespannt sein, wer es denn sein mag. Im letzten Jahr war es zum Beispiel der Falkenburg Club und die Wasserwacht Hof, die eine Prämie erhalten haben. Sind wir mal gespannt, wer es in diesem Jahr wird. Toll, ne? Den hole ich nicht. Nein, wo ist er denn, der kleine Spuknet? Ach, da ist ein Auto. Hallo. Na, jetzt aber. Ja, toll. Ja. Wir machen uns so viel genug. Das liegt noch. Nein, wir müssen den kleinen. Alter, ne? Kleiner Wandler. Wo ist er denn? So, nochmal ein Hallo an alle Zuseher auf der Radio Oberherz Facebook-Seite. Herzlich willkommen beim Volksfest-Umzug hier live, der gerade in Hof stattfindet. Wir stehen hier am Berliner Platz und freuen uns auf alle, die schon durch sind natürlich und die noch kommen werden. Hier jetzt der Truck des S94 unter Potsau. Man hört es, die Stimmung ist nach wie vor gut. Wetter passt auch noch. Noch hält es ein paar kleine Regen, die hat es gegeben. Aber ansonsten alles bestens. Ab 18 Uhr natürlich das Volksfestradio live auf Radio Oberherz. Thomas, Tobias Schmalbus, so ist es richtig, und Julia Zeilinger, sie werden dann live aus der Halle übertragen. Und wir bleiben natürlich im Grün, jawohl. Quatsch. Du steh doch da. Was? Marx Grün.
Ja. Natürlich auch ein Hallo und Servus an alle Zuseherinnen und Zuseher. Ihr dürft natürlich gerne auch kommentieren, wie ihr den Hofer Volksfestumzug findet. Ihr verpasst bei uns natürlich nichts. Alle guten werden wir hier live auf Facebook übertragen. Hier gerade die Fußballer, das ist die Jugendabteilung des FC Wiesler Hof, die wir hier sehen. Und es erwarten natürlich noch viele, viele andere Vereine. Der VfB Moschendorf kommt noch, HTSV, der Tennisclub Hof, die Spielvereinigung Bayernhof. Und natürlich auch Institutionen wie zum Beispiel die Sparkasse Hochfranken, die ist noch mit am Start. Und noch einige andere mehr, sogar die Hofer Wäschlermänner haben heute eine Abordnung in den Umzug geschickt. Da sind wir mal gespannt, wie viele die dann noch im Kessel haben, wenn sie dann hier am Berliner Platz ankommen. Sind wir gespannt und freuen uns natürlich noch weiterhin auf diesen Umzug. Und jetzt, ja, ich habe 18 Uhr natürlich das Volksfestradio auf der 88.0 live mit Tobias Schmalfuß und Julia Zeilinger. Bleibt bei uns ruhig ein bisschen dran hier bei Facebook. Hört parallel Radio Euroherz, könnt ihr natürlich gerne tun. Und später treffen wir uns natürlich gerne alle am Volksfestplatz. So, und jetzt kommt der Cut oder der Laugh, der nicht mehr. Thank you.
der du? Okay. Volksfestumzug 2017 live hier bei Radio Euroherz auf der Facebook-Seite. Hier wird natürlich auch gleich wieder direkt über die 88.0 die ersten Stimmungen aus der Halle einfangen. Tobias Schmalfuß und Julia Zeilinger sind für euch dann zu hören. Und wenn ihr ein bisschen was sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier dranbleiben. Denn zum einen übertragen wir den Umzug weiterhin live hier vom Berliner Platz aus in den Hof. Und später werdet ihr natürlich auch bei Radio Euroherz und auch auf unserer Facebook-Seite ein Video vom Anstich von Oberbürgermeister Harald Fichtner sehen. Wir sind gespannt, wie viele Schläge er in diesem Jahr benötigen wird, ob er es ein bisschen spannend macht, ob es dann gleich left, wie es so schön heißt hier in Hof. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und werden natürlich über das ganze Volksfest hindurch das offizielle Volksfestradio für euch alle sein. Das heißt, auch wenn es mal an einem Tag nicht schafft herzukommen oder wenn es mal irgendwie aus irgendeinem dummen Grunde nicht so ganz klappen sollte, ist doch kein Problem. Radio Euroherz ist auf jeden Fall immer mit dabei. Wir gucken weiterhin hier beim Umzug zu. Viele, viele Vereine kommen ja noch und natürlich auch jede Menge Musik, die hier am Start ist. Es sind natürlich auch viele Spielmannszüge, die sich wieder angekündigt haben. Einige sind hier schon durch. Der nächste, der hier kommt, ist der Spielmannszug Kirchenlammitz. Also auch die Region Hochfranken nach wie vor bestens vertreten. Viel Spaß nach wie vor hier beim Zugucken und schön, dass ihr dabei seid. Thank you.
falsche Live-Kamera rufen. Soll noch mal einen Gruß an Lothar ausrichten, lese ich gerade vom Ostpark Oesto. Meine Hand, das kannst du selber raussuchen können. Ach jawohl. Aber man sieht, es funktioniert. Ne? Okay. Nein, du auch nicht. Gruß an Lothar. Der Kumpel kann Meter laufen da drinnen. Hey. Da haben sie einen richtigen eingesetzt. So. Werner, lauf mal einen Meter. Gleich wird es närrisch hier im Kreuzfestumzug. Die Naharala Hof ist nämlich im Anmarsch. Und dahinter sollten dann gleich die Hofe Waschklammern kommen. Wir sind gespannt. Naharala. Ja, was sagt der Karl Valentin? Ich bin glücklich, wenn es regnet. Ich bin auch glücklich, wenn es nicht regnet. Aber der ist so nah. Ja? Es regnet auch, wenn ich nicht glücklich bin. Selber. Live? Aber das schleppt dich nicht so sehr, gell? Ja, ist gut. Hallo. So, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Hi. Hallo. Hi. 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 Oh, 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 aber ganz gut versteckt. Es gibt also aber wieder der Haufen. Findet man dann auch im Umzug wieder. Das geht allen an der Straße so, die dann sich freuen, dann doch das ein oder andere bekannte Gesicht zu grüßen hier im Umzug. An die Else noch die Information, das ist der Berliner Platz oder auf Höhe des Berliner Platzes stehen wir. Das ist die Jahnstraße, wenn man es genau nimmt. Laura hatte schon beantwortet. Vielen Dank. Und von dort aus streamen wir nach wie vor den Festzug zum Hofer Volksfest live. Er ist noch lange nicht zu Ende. Die Naharala ist gerade durch, kann man sagen. Und die nächste Truppe ist schon im Anmarsch, wobei das schon gelogen ist. Man sieht es an der Kostümierung, es geht natürlich munter weiter hier. Das Männerballett. Jetzt kommen wir die Wäsche. Yeah.
nicht drauf cross. Man hat es auch gerade gesehen, es ist teilweise sehr praktisch, wenn man hier direkt an der Jahnstraße im Erdgeschoss wohnt. Da bekommt man die Bonbons und Gummibärchen notfalls auch mal direkt durchs Fenster geschmissen. Also perfekte Lieferung, würde ich mal sagen. Ja, das ist der Schwimmverein, den wir gerade gesehen haben. Der Schwimmverein 1911 in Hof, der hier auch noch mit seiner Kanuabteilung durchkommt. Gefolgt wird er dann vom Kinderhaus der Lutherkirche. Und dann dürfte es wieder etwas musikalisch werden, denn der Spielmannszug aus Tanna ist auch in diesem Jahr zu Gast beim Hofer Volksfestumzug. Diversity sind heute auch wieder mit am Start. Mit Puck auf Asphalt ist ein bisschen schwierig, aber Bälle haben sie auch zum Spielen dabei. Aber ich denke mal, die Eishandler, die treffen da auch alles. Hier wird sogar Schnee und Eis vom Wagen geworfen von der DSV-Skischule. Ich glaube, die Abkühlung brauchen wir heute nicht unbedingt von den Temperaturen her, aber warum nicht? Die Leute freut es, ist auch keine verärgert drüber. Passt also. Wir sind nach wie vor live hier am Berliner Platz in Hof beim Umzug zum Hofer Volksfest. Der Wagen mit der Nummer 52 ist es ja schon, steht an, geht also ganz, ganz flott hier zugange. Und der Spielmannszug aus Tanna folgt gleich danach. Vor allem aber nicht übertrieben. Und man sieht, es ist eine sehr große Vielfältigkeit bei diesem Umzug dabei. Gefällt uns auch sehr. Soul City Dancers und der EG Hof, die kommen nämlich alle hintereinander. Ihr können zeigen, machen sie natürlich
sich auf das offizielle Volksfest Radio Euerherz überträgt. Aus der Hallen jetzt natürlich aktuell mit Tobi Schmalfuß und Julia Zeilinger. Und die bringen euch die Stimmung direkt aus der Hallen. Das heißt, ihr könnt es auch gerne so machen, beim Video mit zugucken und gerne dazu auch Radio Euerherz hören. Wobei der Ton hier natürlich auch nicht schlecht ist. Man hört es ja ein bisschen. Wir hoffen, wir können die Stimmung über Facebook etwas herüberbringen für all diejenigen, die heute zu Hause sind und keine Möglichkeit haben, hier den Volksfestumzug mit anzugucken. Wir sind natürlich für euch dabei vom Hofer Volksfest. Versäumt ihr natürlich nichts. Ja, lieber Jürgen, der Bieranstich erfolgt in der Regel dann, wenn wirklich der letzte Umzugsteilnehmer in die Hallen bzw. am Volksfestplatz eingelaufen ist. Im Laufe der letzten Jahre hat sich das ja herauskristallisiert, dass es halt ja, eher schlecht ist, wenn man schon ja, um 18 Uhr, 18.30 Uhr konkret ansticht. Denn da haben viele Leute natürlich gesagt, das ist ja blöd, wir sehen den Zug zwar, aber bekommen sonst den Anstich und alles nicht mit. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, aber auch das werden wir natürlich für euch zumindest auf die Kamera bannen und sobald wie möglich dann auch reinstellen. Sind und ja, genau habe ich jetzt die Anzahl der Vereine neben den Institutionen zwar nicht da, aber insgesamt sind es auf jeden Fall 73 Teilnehmer, was jetzt nicht heißt, dass es 73 Nummerierungen gibt. Es sind ja manchmal auch mehrere Vereine und Abteilungen, die unter einer Zugnummer hier laufen, aber das Ganze ist noch nicht vorbei. Insgesamt sind die Gruppen knapp unter 70, was die Teilnehmeranzahl, also nur die Anzahl betrifft, das sind 73. Das kann man soweit schon mal festlegen. Was jetzt noch kommt, ich kann es noch mal kurz zusammenfassen, da jetzt hier ein kleineres Loch im Umzug ist. Das sind die Abadonados, eine Musikgruppe, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Die Dachdeckerinnung wird sich noch zeigen, das BDKJ, der Dekanatsverband Hof ist das. Die Mittelalterfreunde aus Hochfranken, die Fit and Fun Factory, der NC Tauberlitz, die Tierrettung Hof e.V. ist noch mit dabei und natürlich den grünenden Abschluss, das ist natürlich jedes Jahr Tradition, bietet natürlich das Schaustellerfahrzeug, wo natürlich auch wieder deutlich draufstehen wird. Auf geht's zum Hofer Volksfest und hinter diesen Wagen wird dann natürlich auch der Publikumstross hinterher gehen. Das werden wir natürlich dann auch tun, aber wie versprochen erst dann, wenn der Umzug natürlich vorbei ist. So lange bleiben wir für euch natürlich live hier drauf. Vom Berliner Platz aus übertragen wir den Volksfestumzug 2017 live bei Radio Euerherz auf der Facebook-Seite. Schön, dass ihr dabei seid. Kommentiert ruhig weiter. Gebt uns auch ein Like. Wir freuen uns drüber und alle Zugteilnehmer natürlich auch. Einige haben es ja schon mitbekommen inzwischen, dass wir hier live streamen. Die sind dann schon ja, ganz begeistert, wenn sie dann mal ein Lächeln hier in unsere Kamera geben können. Tolle Geschichte, wir freuen uns auch und natürlich auch auf ein schönes Volksfest 2017. Ja,
Ja, und Else, noch kurz zu deinen Kommentaren. Es ist gut, dass das Wetter passt. Also wir waren jetzt schon ein bisschen da am Minen verziehen. Es haben sich nämlich hier erstmal graue Wolken durchgezogen. Aber Petrus hat sich gedacht, nee, also so gemein will ich dann doch nicht sein. Inzwischen scheint wirklich von hinten vom Berliner Platz aus die Sonne wieder rein. Man sieht sie hier auch ein bisschen. Und auch der Himmel ist wieder nur leicht bewölkt. Also ich denke mal, diesen Umzug werden wir heute bei schönstem Wetter noch durchbekommen. Sebi, es dürften noch 9 Truppen kommen, wobei sich das natürlich noch etwas ziehen kann, denn selbst bei 9 Zugteilnehmern sind ja sehr, sehr viele Untervereine und natürlich auch Abteilungen mit dabei. Das heißt, es kann natürlich schon noch ein bisschen dauern, umso schöner sieht es ja aus. Hier nämlich gerade, hier viel kommen, die Truppe von Lady Sports, unzweifelhaft zu erkennen, viele, viele Frauen natürlich dabei. Aber es wird natürlich auch noch musikalisch werden und alles andere sehen wir natürlich auch noch. Die Sonne scheint heute die ganze Nacht. Hängt 1000 Zettel in die Nachbarschaft. Wer soll glauben, wird am Tod sozusagen. Kommt vorbei und alles andere von allein. Die
Das brasilianische Rhythmen, die uns in Richtung Volksfest begleiten. Das war die Musikgruppe der Abandonados. Richtig tolle Rhythmen machen auch gute Stimmung hier. Das war auch gleichzeitig die letzte Musikgruppe im heutigen Umzug. Das hier, was wir jetzt hier sehen, sind die Dachdecker. Nochmal kurz zur Frage von Sebi, gibt es denn noch mehr Livestream vom Volksfest? Ja, wir werden auf jeden Fall am Radio natürlich immer mit dabei sein, das definitiv. Und einige Videos, die werden wir auch noch reinstellen, sowohl auf euberherz.de als natürlich auch auf unsere Facebook-Seite. Den Anstich, den wollen wir natürlich auch im Bild mit festhalten. Das bekommt ihr dann auch noch zu sehen. Sobald hier stattgefunden hat, werden wir das Ganze für euch natürlich auch noch hochstellen. Und natürlich seid ihr eingeladen, nach wie vor live mit uns dabei zu sein. Radio euberherz ist ja das offizielle Volksfestradio. Dürft uns natürlich auch gerne mal besuchen. In der Hallen sind wir nicht übersehen, denke ich mal. Also da wird es noch einiges geben, auch im Laufe der Volksfestwoche. Wie heute ein rekordverdächtiger Umzug mit tausenden Teilnehmern
mit ausreichend Zuschauern. Ganz herzlichen Dank. Das war ein wunderbarer Auftakt und es werden 10 wunderbare Tage folgen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Festwirten. Markus Graub und Norbert Schule sind hier. Die haben alles vorbereitet, dass es hier in der Heim, wo man alle trifft, wirklich 10 wunderbare Tage werden. Herzlichen Dank. Ein herzliches Dankeschön all den gastronomischen Betrieben, die uns in der Genussregion Oberfranken mit kulinarischen Spezialitäten versorgen. Da gehört was Gutes zu essen dazu, aber am Volksfest natürlich zunächst ein gutes Bier, das jeder in Maßen, so viel wie er verträgt, trinken möge. Ein herzliches Willkommen den Smiley Sisters von unserer Weinbrauerei, aber auch die Heuer, die Anstieg machen, aber auch die Brauerei Schaller. Herzlich willkommen. Ich darf mit alle gebotenen Kurze eine ganze Reihe von Gästen begrüßen. Natürlich ist es selbstverständlich, dass der Hofer Stadtrat, die Bürgermeister Eberhard Zimmer, Florian Strössner an der Spitze, den Fraktionsvorsitzenden, den Marktbeirat am Festzug teilnimmt. Ich freue mich, eine ganze Reihe von Landkreisbürgermeistern begrüßen zu können. Ich darf stellvertretend die beiden Bürgermeisterinnen, Fabrizia Hufner und Annika Bock, ganz herzlich willkommen. Natürlich meine Festzugsabgeordneten dabei, Dr. Hans-Peter Friedrich, Alexander König, Klaus Arendt, unser Landrat Dr. Lieberbeer, Vertreter aus der Badmintonstadt, und lassen Sie mich ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben heute einen Freundschaftsvertrag mit einer Stadt in Israel unterschrieben und es ist ein wunderbarer Moment, dass wir miteinander feiern kann. Herzlich willkommen daheim, unsere Freunde aus Israel. Herzlich willkommen, welcome. Ein herzliches Dankeschön all denjenigen, die zum Gelingen von 10 Tagen wunderbare Volksfest beitragen. Der Hofer Festmarathon geht dem Ende entgegen. Wir hatten tolle Feste im Höhepunkt und dann im Ende. Wir hatten tolle Feste im Frühjahr. Unser Highlight ist das Volksfest, der Wettergottspiel mit. Die Vorbereitungen sind hervorragend gelaufen. In der Halle, auf dem Festplatz, mit den Fahrgeschäften. Geht Zürich aber aufzuregen und versucht es fast anzuzapfen. Im letzten Jahr waren es 2 Schläge. Schauen wir mal bis heute. Herzlichen Dank auf 10 Tage friedliches, freundliches, gemütliches Hofer Volksfest. Herzlichen Dank. Thank you.